Hi ihr Lieben, wie ihr seht, sitze ich gerade auf einem umgestürzten Baum, nachdem ich circa eine halbe Stunde mit dem Fahrrad unterwegs war und einen schönen Platz für dieses Video, in dem es um Sentimental-Items geht, gesucht habe. Ja, ich möchte in diesem Video Fragen dazu beantworten, wie ich das so halte als Minimalistin. Ehrlich gesagt habe ich mich noch nicht so sehr damit beschäftigt und bis jetzt nur einen kleinen Teil von diesen Dingen aussortiert. Ja, zu Sentimental-Items gehören ja Fotos, Dinge, die man vielleicht mal geschenkt bekommen hat von lieben Menschen, oder ja, wenn jemand vielleicht, der einem nahestand, verstorben ist, dass man davon was erhalten hat an Kleidungsstücken oder dergleichen, was auch immer. Als ich vor circa 6 Monaten mit dem Minimalisieren meiner Dinge angefangen habe, habe ich mich zwischendurch mal zumindest mit einem Teil meiner Fotos beschäftigt. Habe also einen Teil der Fotos angeschaut und dabei Fotos entdeckt noch, auf denen eine Person war, die meinen Kindern und mir vor vielen Jahren sehr geschadet hat. Und ich habe mich in dem Moment echt gefragt, warum bewahrst du diese Fotos noch auf, ja? Es war keine angenehme Zeit und was haben die in meinem Leben noch zu suchen, diese Bilder? Deshalb ja, habe ich all diese Bilder, auf die diese Person mit drauf war, mit Wonne zerrissen. Oder wenn auch noch eins meiner Kinder mit auf dem Foto war, dann habe ich diese Person, die uns so geschadet hat, einfach ausgeschnitten. Ja. Und danach habe ich diese Bilder weggeworfen und es hat mich sehr befreit und hat mir sehr gut getan und hat mir auch geholfen, mit dieser schlimmen Zeit ein bisschen besser abzuschließen, sag ich mal, ja. Zu mehr bin ich aber allerdings nicht gekommen, zwecks der Bilder. Und habe sie dann erstmal wieder zurück in den Keller gebracht, wo sie vorher auch ruhten. Aber ich habe mir Gedanken gemacht dazu. Und ich werde es, sobald ich dazu komme, so machen, dass ich mir die Bilder nochmal ganz in Ruhe anschaue. Und das sind nicht wenig. Und die Fotos, auf denen meine Kinder drauf sind, als sie noch sehr klein waren, also von Säugling an bis zum Kleinkindalter, über die Kindergartenzeit und danach das Grundschulalter und danach noch das Hauptschulalter. Diese Bilder werde ich für jedes Kind jeweils in ein großes Kuvert reinlegen und meinen Kindern aushändigen. Denn sie sind da drauf und nicht ich. Also natürlich werde ich ein paar ausgewählte Fotos davon für mich auch behalten, aber die meisten dieser Bilder händige ich meinen Kindern aus. Genauso haben das meine Eltern auch mit mir. Also haben die auch mit mir da verfahren damals, als sie noch lebten. Und das fand ich eine schöne Idee. Ja, bei meinen anderen Fotos mache ich es einfach so. Die Bilder, auf denen
entweder Personen drauf sind, mit denen ich angenehme Erinnerungen habe, die behalte ich. Bilder auf den Personen sind, mit denen ich unangenehme oder traurige Erlebnisse in Verbindung bringe, die werde ich auch zerreißen und entsorgen. Und Fotos aus meiner Kindheit, also auf denen ich bin oder meine Eltern oder meine Geschwister drauf sind, da werde ich mich von sehr vielen trennen, da ich eine sehr schwere Kindheit hatte und ein Großteil der Bilder mich nur daran erinnern würden, und das möchte ich nicht, das würde mir nicht gut tun. Es gibt aber auch einige Bilder, zum Beispiel von vergangenen Urlauben mit meinen Eltern, an die ich sehr schöne Erinnerungen habe, und diese werde ich behalten. Und die schaue ich dann auch gerne wieder an, zwischendurch mal, vielleicht auch mit meinen Kindern, und kann mich daran noch erfreuen. Ja, so mache ich es mit meinen Fotos. Dann irgendwie tropft der Baum. Meine Jacke ist schon ganz nass. Ja, dann habe ich mir so überlegt, dass ich von meinen Kindern jeweils eine Sache, die sie entweder selber produziert haben oder mir geschenkt haben, mit nach oben in meine Wohnung nehme. Also zwei Dinge davon sind schon in meiner Wohnung. Einmal ein Teil von meinem Sohn, das er selber angefertigt hat für mich, und eine sehr schöne, ja, es sind eigentlich mehrere Pflanzen in einem schönen Korb, die mir meine Tochter vor einigen Jahren mal zum Muttertag geschenkt hat. Diese beiden Dinge haben in meiner Wohnung einen Ehrenplatz, und meine Tochter war ja gestern bei mir, also zu meinem Geburtstag eingeladen, und hat sich wieder mal sehr gefreut, dass ich die Pflanze immer noch hege und pflege und sie in meinem Wohnzimmer einen schönen Platz gefunden hat. Ja, und das freut mich dann auch wieder, ne? Ist ja klar. Und ich habe jetzt noch nicht all diese Dinge rausgesucht von meinen Kindern, da ich gerade erst im Dezember umgezogen bin und nur das Allerwichtigste erstmal mit in die Wohnung genommen habe. Es ist also noch einiges im Keller, aber in naher Zukunft werde ich mich da auch dran machen. Und sobald dann noch etwas Schönes von meiner anderen Tochter auftaucht, was sie mir mal in früheren Jahren geschenkt hat, werde ich das auch mit nach oben nehmen in die Wohnung und einen schönen Ehrenplatz dafür finden, auf den ich das hinstelle, sodass es jeder sehen kann. Und ja, ein Teil der Dinge, die meine Kinder mir mal gemalt haben, zum Beispiel Bilder, als sie noch klein waren. Ein Teil davon werde ich auch behalten. Oder wenn sie was gebastelt haben, da werde ich vielleicht auch einen kleinen Teil behalten, aber nur einen kleinen Teil, also von jedem vielleicht ein, zwei Sachen oder ja, höchstens drei Sachen. Und der Rest kommt weg, weil es sonst einfach zu viel ist. Es ist eh vorbei, es ist Vergangenheit, sind jetzt alle erwachsen. Ja. Ich hatte auch einige Jahre zwei, drei Kleidungsstücke von jemandem aufbewahrt, mit dem ich sehr engen Kontakt hatte, der aber leider nicht mehr auf dieser Erde verweilt, sage ich mal. Immer wenn mir diese Kleidungsstücke wieder in die Hände gekommen sind, wurde ich jedes Mal sehr traurig. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann davon getrennt. Ja, und habe das Thema damit auch abgeschlossen, also habe sie entsorgt. Das kann natürlich jeder so machen, wie er möchte, aber für mich war das so die beste Lösung. Ja, was gäbe es noch zu sagen? Dann, als meine Mutter vor vielen Jahren gestorben ist, hat sie uns auch einiges hinterlassen. Unter anderem auch Schmuck, Kleidung, das wurde auch geteilt unter den Kindern. Zu der Zeit
war ich noch verheiratet und habe mich dann getrennt von meinem Mann und bin mit meinen Kindern ins Ausland, nach Spanien, und habe dort eine Zeit lang gelebt. Und am Anfang wurden wir ja mehr wurden wir von jemandem hintergangen, sag ich mal. Und dadurch sind eigentlich alle unsere Sachen abhanden gekommen. Darunter war eben auch von meiner Mutter Schmuck und Kleidung teilweise. Ja, und seitdem habe ich sie nicht mehr. Hat sich das Problem, sag ich mal, ja, ist ja kein Problem, aber von selber erledigt. Ist aber auch nicht schlimm, weil Dinge, die ich nicht mehr habe von Menschen, die gestorben sind, die mir aber sehr nahe standen, die muss ich auch nicht mehr haben, denn diese Menschen bewahre ich einfach in meinem Herzen auf. Und auch die Gegenstände, die ich noch entsorgen werde von meinen Kindern oder Menschen, die mir viel bedeuten oder bedeutet haben, die speichere ich einfach hier oben und in meinem Herz. Die brauche ich auch nicht abfotografieren, das finde ich auch irgendwo Quatsch, auch Fotos abfotografieren, weiß ich nicht, ist nicht mein Ding. Ich weiß ja, dass das manche so machen, aber ich finde das, also weiß ich nicht, kommt für mich nicht in Frage. Solche Sachen, wie gesagt, bleiben in meinem Herzen und in meinem Kopf. Und die vergesse ich auch nicht. Ja, ich hoffe, die Fragen sind damit beantwortet. Dann würde mich mal interessieren, wie ihr das so macht. Ob ihr noch einen anderen Weg vielleicht gefunden habt, dann könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben. Würde mich auch interessieren. Und wie ihr das findet, wie ich das so mache, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Egal, ob ihr es gut findet oder nicht, ist okay. Kann ich mitleben. Okay? Alles klar. Ja, dann hoffe ich, dass das jetzt gut hingehauen hat, das Video. Und dass man mich vor allem verstanden hat, da hier permanent die Autobahngeräusche im Hintergrund zu hören sind. Ich bin extra recht weit mit dem Fahrrad gefahren, um diesen furchtbaren, permanenten Autobahn-Hintergrundgeräusch zu entkommen, aber leider ohne Erfolg. Ja, alles klar. Dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und hoffe, euch hat das Video gefallen und sage mal, bis zum nächsten Video und lasst es euch gut gehen. Ciao!